Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Vampire Story. Wir haben jetzt diese ekelhafte Grube hier aufgemacht und wir müssen da irgendwie rein. Das will ich doch gar nicht. Schick doch mal da den Kopf fliege weg. Ich nicht hinunter. Dieser Fluch hat unter anderem meinen Geruchssinn geschärft und was ich rieche, verbietet mir jegliche Annäherungsversuche. Okay. Aber wir könnten doch den Kleinen da mal runterschicken. Ich würde nur darunter fliegen, wenn der bestialische Gestank irgendwie entfernt würde. Der ist sowas von widerlich. Mit Kadavern habe ich aber keine Schwierigkeiten. Das gibt sogar das beste Dörrfleisch. Okay, wir könnten doch einfach mal... Die Parfum-Nachfüllflasche, die ich schon vermisst hatte. So, vielleicht können wir das, irgendwie kombinieren. Nee. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Okay, na dann. Es gibt auf der ganzen Welt nicht genug Parfum, um diesen Gestank zu überdecken. Okay. Dann müssen wir uns jetzt was anderes einfallen lassen. Außerdem hatte ich einen Plan. Leute, ich hatte einen Plan. Und zwar, mir ist das letzte Mal aufgefallen, wir haben doch hier einen Streitkolben gehabt. Und da hat sie doch gesagt, wir können damit was kaputt hauen. So. Deswegen versuchen wir jetzt auch gleich mal was kaputt zu hauen. Und dann habe ich mir noch überlegt, so, hier hatte ich ja was gesagt. Moment, wir gehen mal hoch. Und zwar hatte ich das letzte Mal doch gesagt, hier bräuchten wir Dünger für. Ja, so Asche zu Asche und Staub zu Staub und Kadaver und Dünger und keine... Also ganz, ganz viel rumgesponnen habe ich und vielleicht versuchen wir einfach mal, die Erde damit zu düngen. Vielleicht sollten wir ein paar Worte sagen. Schließlich sind das die Überreste des Barons. Liebe Trauergemeinde, wir sind heute zusammengekommen, um vom Baron von Kiefer Abschied zu nehmen. Und obwohl er das Tal der Schatten schon durchschritten hat, dürfen wir nicht fragen, was dieser Pflanzkasten für ihn tun kann, sondern was er für diesen Pflanzkasten tun kann. Asche zu Asche, bla 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 und so weiter. Und jetzt runter mit dem Kerl! Rührend, Frederik. Wirklich ergreifend. Das hat nichts gebracht. Mist! Was hast du erwartet? Es ist Asche. Adlige zwar, aber eben nur Asche. Ja, was habe ich erwartet? Das ist eine gute Frage. Okay, der Plan, der ging nicht auf. Schlecht. Dann brauchen wir doch was anderes zum Düngen. Aber ich bin mal gespannt, ob der nächste Plan mit meiner brutalen Gewaltaktion denn aufgehen sollte. Weil diese Gargoyles, die wollten weder mit mir sprechen, noch wollten die sonst irgendwas machen und deswegen versuchen wir denen jetzt mal den Schädel einzuschlagen. Vielleicht sollte ich die Gargoyles mit dem Streitkolben aus der Folterkammer traktieren. Dann würde der mit dem Schlüssel sich bestimmt verraten. Klingt gar nicht so dumm und wäre bestimmt extrem lustig. Also los! Da war meine Idee, glaube ich, gar nicht so doof. Also irgendwie scheint es zu funktionieren. Wir gucken mal.
Igitt. Sieht so aus, als hätte unser Lieblingsseemonster ein übles Säurerückflussproblem. Was auch immer es klingt ziemlich schmerzhaft. Inki sollte nicht so viel Italienisch essen. Du meinst Lasagne oder Pizza? Nein, Italiener. Wie das Boot voll Touristen aus Venedig, das er gestern versenkt hat. So, jetzt ist er jetzt zumindest schon mal zum Leben erwacht. Dann gucken wir mal, ob er mit uns spricht diesmal. Ich fürchte, wir haben einander auf dem falschen Fuß oder in deinem Fall auf der falschen Klaue erwischt. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Mona de Lafitte. Entzückt, vermute ich. Eigentlich verkehre ich nicht mit Gewöhnlichen wie dir. Da du mir wie eine Dame erscheinst, könnte ich erwägen, dir die Hand zu küssen. Aber aus deinem Geruch muss ich schließen, dass du eindeutig zur Masse der Ungewaschenen gehörst. Ach. Du bist aber ein unangenehmes Geschöpf. Du wärest auch unangenehm, wenn du erduldet hättest, was mir widerfahren ist. Was denn? Verrat mir doch deine Geschichte. Nun denn. Vor vielen Jahren erschuf mich Baronin von Kiefer in ihrer Werkstatt. Offenbar war es nach dem Tode des Barons einsam im Schloss geworden. Nach meiner Schöpfung wurde mir gestattet, in der Bibliothek zu residieren. Stundenlang pflegten die Baronin und ich angeregte Konversation und in meiner Freizeit hatte ich uneingeschränkten Zugang zur von Kieferschen Bibliothek. Tagsüber bildete ich mich stundenlang fort und erfreute mich an literarischen Delikatessen wie jene von Shakespeare, Milton und Chaucer. Eine höchst vergnügliche Erfahrung. Warum bist du denn so zornig? Willst du meine Geschichte wirklich hören? Wenn du mir deine erzählst, erzähle ich dir meine. Nun denn. Vor vielen Jahren erschuf mich Baronin von Kiefer in ihrer Werkstatt. Offenbar war es nach dem Tode des Barons einsam im... Okay, nee, da wiederholt er sich irgendwie wieder. Wir gucken mal. Dürfte ich bitte den Kurz Schlüssel zum Rest des Schlosses haben? Nein. Im Gegensatz zu dir nehme ich meine Arbeit recht ernst. Ich habe keine Arbeit. Von welcher redest du? Hübsch auszusehen, zu duften und erst zu reden, wenn du angesprochen wirst. Mit einer Gehaltserhöhung wirst du wohl kaum rechnen können. Hey, hat dir niemand beigebracht, dass man über Tote nichts Schlechtes sagen soll? Du musst bewaffneter Sohn einer... Eines, Meister Steinmetzes. Denk daran, wir brauchen den Schlüssel. Können wir dich irgendwie dazu überreden, uns den Schlüssel auszuhändigen? Also das ist schon mal kein netter Zeitgenosse. Aber wie mache ich das? Ich bin doch neugierig. Wie bist du auf dieser Brücke gelandet? Du scheinst Schrauli nicht zu mögen. Komm, wir reden einfach mal mit ihm. Vielleicht bauen wir ja Vertrauen auf. Ich bin neugierig. Die Baronin bist du auf dieser beschloss, Brücke gelandet? Ein Kind zu bekommen. Ein Kind? Wer war denn sein Vater? Du? Nein! Sei versichert, dass kein Kind von mir so wie Shroudy würde. Und wenn es geschehen wäre, hätte ich es eigenhändig in den See geworfen. Das hätte deine Aussichten auf einen bester Papa der Weltkaffeebecher allerdings dramatisch gemindert. Tatsächlich weiß ich nicht, wer Shroudys Vater war. Eines Nachts verschwand die Baronin in ihrer Werkstatt. Es drangen seltsame Geräusche heraus und dann schrie plötzlich ein Kind. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was dort unten geschah. Hm.
Bitte hör auf. Ich will es gar nicht wissen. Mach dich nicht lächerlich. Gut, ich wollte es mir auch nicht näher vorstellen. Die Baronin dieses Schlosses? Ja. Ehe Schraudi Schlossherr wurde, herrschte hier Lilith, Baronin von Kiefer. Also habt du und sie... Mach dich nicht lächerlich. Du scheinst Schraudi nicht besonders zu mögen. Himmel bewahre, überhaupt nicht. Nach seiner Geburt waren meine ruhigen Tage in der Bibliothek gezählt. Er hielt mich für sein Spielzeug und hat mich ständig belästigt. Als er eines Tages schließlich versuchte, mich in ein Nachthemd der Baronin zu zwängen, fuhr ich ihn an, er solle es nie mehr wagen, mich anzufassen. Er lief plärrend zur Baronin und das war's. Seither frisst ich mein Dasein auf der Brücke. Warum bist du nach dem Verschwinden der Baronin nicht fortgezogen, wenn du Schraudi so verabscheut hast? Das müsstest gerade du wissen. Wie du bin ich durch Zauberei an das Schloss gebunden und kann nicht einfach wegfliegen. Als Strafe dafür, dass ich ihren Sohn angefaucht habe, muss ich auf ewig hier draußen mit dem Schlüssel im Maul in der Kälte hocken. Kann ich dich denn gar nicht dazu überreden, uns den Schlüssel zu geben? Lass mich deinen Vorschlag abwägen. Nein, ich glaube nicht. Du bist so ein Armleuchter. Nun, dann gebe ich euch den Schlüssel wohl nicht, weil ich ein Armleuchter bin. Und jetzt husch! Zurück in euren Turm, ihr beiden. Macht es euch gemütlich, denn ohne den Schlüssel gelangt ihr nicht durch das Tor. Hatte ich übrigens erwähnt, dass Tor und Schlüssel verzaubert sind? Ihr könnt also niemals durch das Tor. Und den Schlüssel gebe ich euch nicht. Nenn mir den Preis für den Schlüssel. Jeden Preis. Da fällt mir tatsächlich etwas ein. Wenn ihr Edgar den Raben verscheucht, könnten wir über den Schlüssel reden. Nein, Edgar ist doch cool. Wieso magst du ihn nicht? Er ist ein Vogel. Er sitzt über mir. Ich bin eine Statue. Muss ich mehr sagen? Ach ja, und er zielt schlecht. Oder gut, jedenfalls aus meiner Sicht. Er ist widerlich. Genau wie du. Vertreib ihn und dann könnte ich mir die Sache mit dem Schlüssel überlegen. Und so lange überlässt du mich jetzt bitte meinen Gedanken. Ach, so nennt ihr eingebildeten Typen also in der Nase poolen und sich den Hintern kratzen? Das wollte ich schon immer mal wissen. Das reicht. Rufus, wo ist dieser Rabe Edgar, den du erwähntest? Hast du denn nicht zugehört? Er sitzt über mir in einem Rabenhorst auf der Turmspitze. Und jetzt begib dich bitte wieder unter die Masse der Ungewaschenen, wo du hingehörst. Was ein anstrengendes Gespräch. Okay, aber wir wissen zumindest, wo wir hin müssen. Mich täuscht, es ist höchste Zeit zu gehen. Daran habe ich auch gerade gedacht. Na, manchmal ist das schon ein bisschen laggy, gell? So, wir müssen zum Raben. Der über ihm sitzt und ihn offensichtlich bescheißt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er scheint gerade aufgewacht zu sein. Aufgewacht schon, aber er sieht übel aus. Fast wie ein Zombie. Beinahe hätte ich ja Untoter gesagt. Aber ich habe inzwischen festgestellt, dass die manchmal ziemlich hübsch sein können. Oh, danke, Frederik. Nicht der Rede wert. So, wenn ihr manchmal Apollo hört, selbst beim Let's Play, ich kann so viel gar nicht rausschneiden. Also es tut mir leid. Wir reden jetzt erstmal mit Edgar, dem Raben. Entschuldigen Sie, Herr Rabe, auf ein Wort. Klar, gerne. Ich heiße Mona. Wie lautet Ihr Name denn? Edgar.
Und du kannst ruhig du zu mir sagen. Hey, ich hab dich doch schon mal gesehen. Bist du nicht das Mädel, das der Zwerg oben in den Turm gesperrt hat? Stimmt. Mein voller Name lautet Mona de Lafitte. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ja, und leider hat Shroudy mich das letzte Jahr über im Schloss eingesperrt. Aber jetzt habe ich endlich eine Aussicht auf Freiheit. Shroudy ist heute umgebracht worden und wir haben seine Schreie über den ganzen See hallen hören. Er ist also tot? Hätte keinen besseren treffen können. Also gehört das Schloss jetzt dir? Mach dir keine Sorgen, ich bin bald weg. Ich baue unten in Gothwood Falls ein dauerhaftes Nest für mein Mädchen und mich. Aber sie heiratet mich erst, wenn das Nest fertig ist und ich mein Vermögen angehäuft habe. Bis dahin ist das hier meine Junggesellenbude. Ich komme nicht durch die Tür, direkt unter dir. Rufus, einer der Gargoyles, hat den Schlüssel, aber er gibt ihn uns nicht. Tja, ich würde dir gerne helfen, aber mit den Wasserspeiern habe ich wenig zu tun. Ich weiß nur, dass einer von ihnen immer hier raufbrüllt, wenn ich mein Geschäft verrichte. Oh. Naja, ich bin schließlich ein Vogel. Ich lasse halt ab und zu was fallen. Aber in letzter Zeit können sie eigentlich nicht meckern. Bin ein bisschen verstopft. Verstehe. Im Winter ist halt wenig Aas zu bekommen. Aber im Frühling wartet immer ein richtiges Festmahl auf mich. Dann werden die alten Rohre freigespült. Das ist gut zu wissen. Aas. Mhm. Aas. Und zwar unten in der Grube, da sind doch anscheinend... Also, weil es hieß ja, Shroudy hat die Toten da reingeschmissen und Frederik und Mona sagten, stinkt da so schlimm. Die Verwesen da unten, da gibt's doch eigentlich genug Aas für den. Wir müssen da nur hinkommen und dem was besorgen wahrscheinlich. Wie gefällt es dir auf Schloss Walk? Oh, ganz gut. Ich kann tun, wozu ich Lust habe, mit meinen Freunden abhängen, feiern und trinken und keiner stört mich. Aber ein bisschen abgeschnitten fühle ich mich hier draußen doch manchmal. In der Stadt konnte ich mein Footballteam sehen und ich habe mehr Klatsch mitgekriegt. Ein bisschen abgelegen ist es hier schon. Ich weiß genau, was du meinst. Man braucht den Anschluss an die Welt, muss die Verbindungen aufrechterhalten. Sobald ich erst wieder in Paris bin, wird das Leben wieder normal. Ah, na, ich drücke dir die Daumen. Kennst du einen anderen Eingang zu diesem Schlossflügel? Leider nicht. Das Gemäuer ist fester versiegelt als... Naja, es ist jedenfalls fest versiegelt. Kurz vor eurer Ankunft ist der Zwerg herumgegangen und hat überall Schlösser und Riegel angebracht. Er hat fast alle Fenster des Flügels zugenagelt. Aus irgendeinem Grund wollte Shroudy wohl nicht, dass jemand, wahrscheinlich du, da reinkommt. Okay. Mehr können wir da jetzt erstmal nicht erreichen. Danke, das wäre im Moment alles. Aber das mit dem Aas war schon mal ein Hinweis. So, jetzt hängt da was auf der Wäscheleine. Vielleicht können wir das mitnehmen. Edgar, darf ich ein paar deiner Sachen für Frederik ausleihen? Er sollte sich etwas bedecken. Meinst du nicht auch? Ein Bad täte ihm besser als neue Klamotten. Wirf ihn doch in die Wanne. Ich schrubbe ihn dann schon ab. Ausgezeichnete Idee. Du wirst mir immer sympathischer. Habe ich hier kein Wörtchen mitzureden? Warte mal. Doch. Und das Wörtchen lautet? Nein! Edgar, darf ich mir eine Wäscheklammer nehmen? Absolut nicht, junge Dame. Ich würde dir ja gern eine leihen, aber ich bin meilenweit hinter meinem Waschplan zurück. Meine Klamotten müffeln so stark, dass es selbst mich stört. Und das will etwas heißen. Oh ja, und ob? Also ich brauche sämtliche Wäscheleinen und Klammern und natürlich den Waschbottich, bis ich mit allem durch bin. Okay, und wenn er mit allem durch ist, dann können wir ja nochmal nachfragen, oder?
So, aber ich habe mir überlegt, hier mit der könnten wir vielleicht auch was anfangen. Vielleicht können wir das als Hebel benutzen. Um die nach unten zu schmeißen, dann fällt sie vielleicht dem Gargoyle auf den Kopf. Und dann ist der tot und zerbricht und dann kriegen wir einen Schlüssel. Also es ist jetzt nur so ein Gedankengang. Weil warte, Mona! Rufus hoppt nicht unter der Statue. Wenn du sie runterkippst, wird sie ihn verfehlen und die Steinmauer neben ihm treffen. Du hast recht. Wir müssen uns eine bessere Methode überlegen, um den Schlüssel von ihm zu bekommen. Na, das wird ja noch was. Okay, also ich muss jetzt erstmal auf Edgar warten. So, auf Edgar warten. Mit dem Rufus kann ich auch nichts machen, weil der gibt uns nur den Schlüssel, wenn der Rabe weg ist. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Dann, ja, das Aas, da, die Wäscheklammer, die könnte man sich vielleicht wie früher oder so auf die Nase setzen. Dann könnte Frederik da runter und das Aas holen, aber die haben wir noch nicht. Also wir müssen noch ein bisschen warten. Eieiei, ich gehe mal runter und quatsch mal nochmal mit den Ratten oder so. Vielleicht haben die ja doch noch irgendwelche Hinweise für mich, weil ich wüsste jetzt sonst... Oder doch, ich wüsste schon noch was. Warte mal. Wir wollten doch auch eigentlich an das Feuer nochmal. Weil ich glaube, ich habe mich da im ersten Teil verklickt. Vielleicht haben wir die Möglichkeit... Wo war das? Na? Das Banner. So. Und dann das ins Feuer. Ich glaube nicht, dass ein Gobelin damit funktioniert. Ja, ich hab's ja schon verstanden, Mensch, Mona. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben eine Zeitung. Ach, warte mal. Das ist jetzt auch noch so eine Überlegung, aber die, vielleicht kann ich ja Edgar, weil er fühlt sich ja schon einsam und allein und abgeschnitten und so. Wenn wir ihm eine Zeitung geben, wo ihm so das neueste Geschehen irgendwie vermittelt und er ein bisschen liest, dann hat er ja erstmal was anderes zu tun und könnte uns rein theoretisch die Wäscheklammer geben. Also nur so eine Idee. Ist der Ausgabe des offiziellen Blood's Landing Käseplatz. Ignoriere die Blutflecken einfach. Ich glaube, das ist die gestrige Ausgabe. Toll, danke. Jetzt kann ich verfolgen, was die All Blacks so treiben. Das ist riesig nett von dir. Dürfen wir dafür deine Wäscheklammer ausleihen? Klar, nimm sie dir. Ich brauche sie jetzt erstmal nicht. Jetzt wird Zeitung gelesen. Ha, das war ein sauguter Plan von mir. So, und jetzt gehen wir nämlich runter, wieder in dieses Verlies. Und dann gucken wir mal, dass wir die Wäscheklammer irgendwie mit Frederik verbinden können, also kombinieren können. Und dass er dann mal da runterfliegt und mir das Aas besorgt, damit der Rabe das isst. Und dann vielleicht ein Häufchen macht. Und wenn der ein Häufchen macht, dann hopst der Gargoyle vielleicht auf die Seite. So ist das nämlich der Plan. Und dann erschlagen wir den einfach. Und schon haben wir den Schlüssel. So einfach geht das. So, warte mal. Wir nehmen das. Nein, das. Oh, man sieht, ich bin normalerweise Controller gewöhnt. Ganz langsam und... Ah!
Roderick. Ich habe hier eine Wäscheklammer, mit der danke, du dir die Nase zuhalten kannst. Oh, und ich habe gar kein Geschenk für dich. Ich werde sie tragen, wann immer du es mir sagst. Es ist zu dunkel. Ich würde wahrscheinlich in irgendetwas hineinfliegen, mir die Nase brechen und dich wegen Gefährdung am Arbeitsplatz verklagen. Das willst du doch nicht, oder? Okay, so einfach war der Plan jetzt doch nicht, wie ich gedacht habe. Aber wir haben eine Fackel. Wir haben eine Fackel. Eine unangezündete Fackel hilft mir hier nicht weiter. Ja, Mona, du stehst voll im Weg. Geh mal auf die Seite. So, weil hier ist doch Feuer. Na komm schon. Eine brennende Fackel. Das ginge, wenn ich die Fackel anzünden müsste. Jetzt brauchen wir nur unsere paar hundert engsten Freunde mit Pflöcken und Mistgabeln und dann können wir das Schloss des örtlichen verrückten Wissenschaftlers stürmen. Lass dir bitte nächstes Mal ein besseres Klischee einfallen. So, die angezündete Fackel, die hätten wir dann. Und darunter. So, jetzt müsst ihr ja was sehen. Oh, Roderick, das sieht ja aus wie ein Haufen Leichen. Wie abstoßend. Da unten sind noch ein paar frische. Da ist noch Fleisch dran. Warum in Gottes Namen hat die Baronin hier Leichen weggeworfen? Jetzt wissen wir also, warum es so grässlich stinkt. Das erklärt auch die Gerüchte über Besucher der Baronin, die das Schloss nie verlassen haben. Aber Mann, oh Mann, sie war schon eine echt kranke Hexe. Ist ziemlich scheußlich hier unten, Mona. Hier liegen mehr Zeitungsjungen als bei der Jahresversammlung der Zeitungsausträger. Und mehr Zauberer als auf schottischen Schulen für Hexerei und Zauberkunst. Der Junge hier war Brillenträger. Und einer hatte ziemlich stämmige Waden. Am Oberschenkel sind auch noch proteinreiche Fleischreste. Ich könnte ein Stück abreißen, falls wir es brauchen. Hey, Mona. Tust du mir einen Gefallen? Natürlich, Roderick. Was denn? Bitte mich nie wieder um einen Gefallen. Okay. Ja, da haben wir doch schon Aas besorgt. Aber bevor wir schauen, ob meine Theorie denn so aufgeht, dass Edgar das auch wirklich haben will, würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da, das würde uns mega freuen. Und wir sollten vielleicht auch unseren Spielstand speichern, weil sonst haben wir nämlich nachher ein Problem. So, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.